Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Wochenende mit Org und Dachmobil. Heute mal wieder in ungewohnter Sonnenschein-Manier. Wir sind happy. Wir haben den 27. Januar und strahlenden Sonnenschein hier am Mittelrhein in Oberspey. Warum sind wir nach Oberspey gefahren? Weil es hier seit September einen neuen Stellplatz gibt und wir gedacht haben, den stellen wir euch vor. Ihr wisst ja, wie wir das machen. Ne? Schaut mal in unsere Playlist unter Stellplätze Deutschland. Da haben wir den Stellplatz nämlich als separates Video wieder detailreich für euch aufgenommen und gefilmt. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen hier die Gegend erkunden. Wir sind schon mal durch Osterspey gefahren. Schönes historisches Örtchen und bekannt für einen jungen Mann, nämlich dem Langhals. Und dementsprechend ist diesem pfiffigen Kerlchen hier auch ein Wanderweg gewidmet, nämlich der Langhals. Langhals, ich mache da mal einen Hans draus, ich weiß auch nicht warum, ne? Wanderweg, ein wunderschöner Wanderweg. Ob ich den morgen vielleicht noch gehe, Alfred kann ja nicht so gut zu Fuß, weiß ich noch nicht. Wir wollten eigentlich heute bis zur Lorelei fahren, das sind von hier 20 Kilometer. Wir haben aber jetzt schon 13.30 Uhr, weil wir super neue, nette Nachbarn bekommen haben. Da schon mal ein Hallo an die beiden. Echt nett gewesen, euch kennengelernt zu haben. Ich hoffe, wir können noch weiter quatschen. Das waren super Gespräche heute Morgen und wir uns jetzt ein bisschen verzettelt haben. Aber jetzt höre ich auf zu quasseln, damit ihr noch ein bisschen von der Gegend seht. Ansonsten stehe ich heute Abend noch hier und wir haben nur einen Sonnenuntergang gesehen. Ja. Komm. Hier haben wir momentan am Rhein etwas Hochwasser, wie ihr sehen könnt. Ne? Baumland unter, aber normalerweise ist hier eine Badebucht mit sehr schönen Sandstränden. Wir sind hier auch schon mal bei weniger Wasser gewesen. Und die Lage des Stellplatzes in Osterspey war echt eine super Idee. Vor allem, wenn, wie ich erfahren habe, man bedenkt, dass der in Lahnstein der Bundesgartenschau 2029 zum Opfer fallen wird. Okay, jetzt können wir aber aufbrechen. Da hatte sich ein älterer Herr gerade festgefahren. Der hatte den Rasengitterstreifen verfehlt und ist in den Grünstreifen geraten, der schon von dem ganzen Regen, der vorher hier war, von jemandem ziemlich eingefurcht wurde. Wir haben schon gesagt, da ist ein Panzer durchgefahren. Der ältere Herr kann jetzt getrost sein Wohnmobil stehen lassen und wir fahren jetzt endlich weiter. Folgt uns. Ja, weiter kommen. Oh ja, aber ich habe gerade gesehen, hier sind ja alles Weinhänge. Ich weiß gar nicht, was hier für ein Wein ist, ist ja auch egal. Ist ja eine sonnenreiche Gegend hier am Bopparter Hamm. Deutschlands größte Rheinschleife. Oh, Wikipedia, lass grüßen. Aber da sind sie echt schon in den Weinbergen am Arbeiten. Da turnen da hinten zwei, ich denke mal Männer von der Größe her, Herren in auffälliger Kleidung, in Orange, damit man sieht, wenn sie fallen, in den Weinhängen im oberen Bereich rum und verrichten da ihre Weinrebenarbeiten. Der Stellplatz, das muss ich ja jetzt schon sagen, wenn ich heute so ein bisschen komisch gucke, der liegt natürlich an der B42, dahinter an der Bundesstraße und dahinter ist auch relativ nah Güterverkehr. Im NRW streiken ja die Zugführer, hier in Rheinland-Pfalz nicht. Und der Güterverkehr ist verstärkt nachts. Und eins ist hier auch verstärkt. Das ist die trickreichste Kirchenglocke, die ich kenne. Die klingelt nur nachts. Die hat weder heute Mittag um 12 Uhr geklingelt noch sonst was. Aber heute Morgen von 3 bis 6 jede Stunde. Und hier an dem Pendant, da wo die Bojen drauf sind, da liegt ein Wörtchen dran. Das klopft dann in der Zeit, wenn die Glocke nicht läutet. Da denkst du, also das war schon ich, Mimose, ein Schlaf, wo ich sage, ich glaube, ich versuche es beim nächsten Mal mit Europax. Und jetzt fahren wir endlich mal weiter. Aber hier vorne war eine Frittenbude in einem alten Truck. Oben so ein Doppeldecker war dann so eine Sonnenterrasse. Bei unserem Glück sind die Fritten heute maximal bei uns in der Omnia, weil der wird gerade umgebaut in den Container. Solltet ihr mal herfahren, der Foodtruck hat bis Anfang März Winterpause und die Rheinausflugschiffe, die fahren auch nicht das ganze Jahr durch. Aber dafür hat Osterspey schon mehrfach, unser Dorf soll schöner werden, den ersten Palatz belegt. Das ist alles weiß. Das ist aber schöner als Braubach, finde ich. Das ist ein richtig schönes Nestchen. Aber warte mal, Dorfladen da, WC. Hier gibt es öffentliche Toiletten. Hier ist das Rathaus. Da findet ihr die Touristinformation. Die hat auch Winterpause. Aber bis April.
dann könnt ihr euch entsprechend Karten und Prospektmaterial von hier besorgen. Was ich immer toll finde, sind diese alten Kellerabgänge da. Einen Dorfladen habe ich noch nicht gefunden. Haus Schnatz, das Haus Schnatz. Aha. Die tun das nicht mehr. Nee, Kneipe, also Gast. Oh, guck mal, da steht ein Haribo-Bär. Von hier könnt ihr auch eine Wanderung oben zur Burg Liebeneck machen. Aber ob man die besichtigen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was hat der auch? Fahr nicht fort, kauf im Ort. Dorfladen. Guck mal, da ist der Dorfladen. Wir sind hier. Ne, das ist die Schleife. Da haben wir Bockert. Und da unten haben wir die Lorelei. Wollten wir eigentlich heute hinfahren. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wir kommen ja nicht so vorwärts, wie wir gedacht haben. Im Dorfladen gibt es auch noch ein Bistro, wo jeden Sonntagmorgen ab 11 Uhr auch noch ein Frühschoppen stattfindet. Und neugierig wie ich bin, gucke ich mal, ob die aufhören. Ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten sind. Ah, da stehen sie. Von 7 bis 12 Uhr ist hier geöffnet und nachmittags von 14.30 Uhr bis 13 Uhr? Bis 18 Uhr von Mittwochs bis Freitags. Also haben wir Pech. Wir kriegen hier nichts mehr heute an diesem Wochenende. Aus dem 14. Jahrhundert. Ach, guck mal. Da ist noch, hier ist der Dorfplatz. Da ist es. Da ist er. Da ist das Kerlchen. Ich habe den Brunnen größer in Erinnerung, oder das Männchen, besser gesagt. Was ihr hier auch könnt, wenn ihr was unternehmen wollt und nicht die Räder mit habt, ihr könnt von hier mit dem Rad, mit dem Zug gut nach Koblenz oder bis zur Lorelei fahren. Also, ne, hier ist direkt ein kleiner Bahnhof. Das müsst ihr euch reinziehen. Ich sag dem jetzt mal guten Tag. Langhans. Ach, scheiße, jetzt weiß ich, warum ich mal Langhans sah. Ich habe mal einen Langhans gekannt, der hieß mit Nachnamen Langhans. Ah. Hoffentlich guckt er jetzt nicht das Video. Hi. Ha? Also so hoch, wie du guckst. Ich guck ja Richtung Lahnstein. Richtung Lahnstein? Ja. Dann wirst du Blumenwärter auf der Buga. Ganz schön Hochwasser. Siehst du von da gar nicht, ne? Da vorne kannst du gucken. Ich bin auch schon mal hier runtergegangen, habe Muscheln gesammelt. Da kann ich jetzt gar nicht runtergehen. Ja, jetzt musst du nach den Muscheln tauchen. Ja. Und gegenüber ist Boppert. Hier fährt auch gleich irgendwo, kommt doch eine Fähre. Guck mal, die lange Bankreihe hier. Sitzt da auch schön. Die Sonne ist herrlich, einfach grandios. Da ist er, Tode, die verfolgt mich. Du stehst im Bild. Ich stehe nicht im Bild, ich stand zuerst hier. Nein, setz dich auf den roten Stuhl. Eine Freude für ein Kloster. Wir sind hier, da wusste ich gar nicht, dass es das gibt, Kloster Bornhofen. Und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie Titisee-Schwarzwald da vorne mit den heiligen Souvenirgeschäften. Also, eigentlich wollte ich zu der Burg hochfahren, aber was man alles auf dem Weg so findet, ne?
Also hier wird die Walfährt echt noch groß geschrieben. Der hat ja ein Loch in der Brust. Guck mal, der hat ein Loch in der Brust. Ja, ist tot. In den Händen, in der Brust. Ist das auch? Das ist der heilige Franziskus, aber ist nicht hier. Wird der Versuch von Kaffee so nach Bob drüber? Ja, war ein teurer Kaffee. Wieso? Ja, 13,20 für hin und zurück und dann noch der Kaffee. 3,30 pro Person eine Tour mit der Fähre, mit dem Fahrrad. Ja. Ich sag mal, in einer Stunde ist die Sonne weg. Viel machen kannst du ja auch nicht. Scheint auch alles zu haben. Ne? Also ich sag mal, da vorne sind ja wunderschöne Lokale. Ja, aber wenn die drauf haben, nützt du das auch nichts. Also du musst ja wenn drin sitzen, dann sitzt du im Schatten. Ich wollte ja irgendwo noch in der Sonne sitzen. Ne? Weißt du was? Dann fahren wir zurück und dann setzen wir uns vor das Wohnmobil, glaube ich. Ne? Also hier auf der Sonnenseite war ja auch alles zu innen. Was war das? Wie hieß das da hinten? Das war Filsen. Ne? Filsen? Nee, das ist Filsen. Das ist Filsen. Das ist Bornhofen. Ja. Wo das Kloster war, ne? Ja. Das ist Kamp Bornhofen und dann das andere war Kloster Bornhofen, ja. War ja alles zu, selbst die Souvenirläden vom Kloster. Und wir haben 3:10. Aber. Ja, so ist das im Winter. Die Krokusse blühen hier teilweise schon und die Osterglocken sind schon. Guck mal. Seht ihr das? So groß. So groß. So groß. Kommt wieder ein Schiff. Die Schiffe sind, die hörst du hier durch das Hochwasser, hörst du die irgendwie diesmal gar nicht so, ne? In Urmitz haben wir es ziemlich stark gehört. Dann wollten wir ja hinten zu den zwei Brüdern hochfahren, zu den, zur Burg Liebenstein und Burg Stirnberg. Aber da bist du dann durch so eine enge Schlucht ziemlich steil berghoch gefahren und da war es noch ziemlich frostig. Sehr schattig, ja. Ja, ja, auch vom Boden her. So ein bisschen Grünbelag und raureif. Und dann hätten wir das bei dem Gefälle nachher auch wieder runterfahren müssen. Und das war mir zu rutschig. Außerdem hätten wir echt Handschuhe und alles anziehen müssen. Hätte ich vor weit mehr als 150 Jahren gelebt, wäre ich genau an dieser Stelle abgesoffen. 1882 stand nämlich bis hier das Hochwasser. Wir sind hier an der romanischen Kapelle, die früher wohl mal zu einem Kloster gehörte, die hier war. Eigentlich bin ich ja nur wieder fototechnisch von diesem tollen Lichtspiel angezogen worden und musste mal schnell noch ein Foto ergattern. Wenn ihr hier seid, dann kann ich auch nur eins empfehlen. Hinten gibt es einen Obststand an der Straße. Da gibt es Obst, also Äpfel, die hier ein Stückchen weiter angebaut werden. Mega lecker. Und du kannst jede Sorte probieren und das Kilo kostet nur 1,90. Und wenn du mehr mitnimmst, wird es günstiger. War lecker. Kann ich euch nur empfehlen. So. Also auch verblüffend. 1883, ne? Unsere Moderne bis hier. In den 70ern wäre ich als Kind auch noch abgesoffen. Da war ich nämlich nicht größer als bis hier. Oder war ich da? Ja, da passt noch. Also, guck mal, 1988 oder 95. Also, man sollte ja eigentlich denken, dass man da technisch vielleicht schon das eine oder andere dagegen hätte. Ja, siehst du da? Dort vertäschen. Nee, ich sehe, dass das Wasser jetzt bis zum Rand steht. Ja. Nee, also die Bäume stehen. Ich bin jetzt, ne, ein Baum. Stehen nämlich das Wasser schon bis hier im Rhein. Und die Bänke, eben haben wir Bänke gesehen, die waren bis zur Sitzfläche auch noch umspült. Das ist aber kein nasse Popo. Ja, könnte knapp sein. Wenn ein Schiff kommt, macht das schwupp und dann kommt er durch die Latten hoch und dann hast du ihn streift nasses Wütsche. Ja, so wird aber auch. Wie sieht das denn aus? Da weiß jeder, wo du warst. Querstreifen machen breit.
guckst du denn darüber? Wir wollten heute doch mit dem Fahrrad nach Lahnstein fahren. Das da runter, da ist komplett noch alles Schatten. Und gestern, wo wir da das Stück, wo wir da zu den Burgen hochfahren wollten, in so einem Schattental gefahren sind, das war arschkalt. Und da, so wie es gefroren hat, wir haben noch minus 1 Grad hier, weil wir ja noch im Schatten stehen, das hatten wir jetzt mit dem Fahrrad oft genug, ne? Ja. Außerdem tun mir die Knochen noch ein bisschen weh. Und ich habe auch noch was zu tun. Könnte ich theoretisch wandern. Ja. Damals, letztes Jahr in Zell bin ich doch da auch die Liebesschlucht gewandert. Das war schön. Da war ich 5 Stunden weg. Das war schön, ja. Am nächsten Tag war ich noch so K.O., dass du deine Ruhe hattest. Das war richtig schön, ja. Und da ja Osterspey ja auch bekannt ist hier für seinen Langhalswanderweg, der ja aufruft zur Prämierung des schönsten Wanderwegs Deutschlands, werde ich den am besten mal erkunden und euch zeigen. Vielleicht wollte ich den dann auch wandern und für den Weg abstimmen. Und damit tut er der Gemeinde Osterspey noch einen Gefallen. Und wenn so eine Gemeinde gut drauf ist, dann erhält sie auch so einen Wohnmobilstellplatz erfahrungsgemäß in Ordnung. Und vielleicht kommt hier noch ein Sani-Gebäude dann dazu oder so. Ja, vielleicht nicht schlecht. Oder Entsorgung von Trenntoiletten, Pipapo, nee, was heißt mit Fäkalientank, was weiß ich, irgendwelche Verbesserungen halt. Von daher ziehe ich jetzt meine Wanderschuhe an, die eigentlich zu Hause stehen, aber irgendwas wird sich schon finden. Der Weg ist 8,5 Kilometer lang, angegeben 2,5 Stunden. Ich denke mal, ich brauche wieder 5. Und was mich besonders reizt, wenn ich mich nicht verlaufe, da oben gibt es so eine Schaukel auf dem Aussichtspunkt. Mal gucken, ob ich mich gleich in die Lüfte schwinge. Und dann habe ich dich gerade erwischt. Super, ich danke dir. Du hast uns ein Abo dagelassen. Ich finde das toll, dass ihr uns immer weiter regelmäßig abonniert. Wir haben 84% wiederkehrende Zuschauer ohne Abo. Lasst das euch mal durch den Kopf gehen. Ihr schaut unsere Videos. 84%. Regelmäßig. Jede Woche. Jede Woche kommen meistens 2 Videos von uns. Und nur 16% haben uns ein Abo dagelassen. Gibt zwar keinen Rabatt, wenn du uns ein Abo dalässt, aber uns ein gutes Gefühl. Also drückt das Knöpfchen. Und wenn ihr uns weiterhin auf Instagram folgt, dann wisst ihr natürlich auch, wo wir uns immer aktuell gerade rumtümmeln. Also von daher, klick, klick. Ansonsten gibt es ein paar ins Genick. Nein, Küsschen. Okay. Ich ziehe jetzt die Schuhe an. An dieses Spielstraßenschild und da habt ihr auch schon den ersten Wegweiser. Der Weg läuft, das ist ein Rundweg, einmal um den Stellplatz dran vorbei. Ihr könnt entweder in diese Richtung gehen, wo ihr erstmal durch den Ort geht, was ich gestern aber ja schon gemacht habt, oder ihr folgt in diese Richtung, wo ihr dann gleich auch schon in die Höhe. Diese Nacht weiß ich nicht, ob ich mich dran gewöhnt habe oder warum auch immer. Ich habe nichts mehr gehört. Die Straße war wirklich kaum befahren. Ich glaube, von hier oben gefühlt 0 Autos, von unten auch 0. Ich habe bis 7:30 durchgeschlafen. Also von daher muss ich revidieren, dass es ziemlich laut ist. Es kann laut sein, aber man gewöhnt sich dran. Also wer sagt nach einer Nacht, ich bin weg, in der zweiten hast du dich bekanntlich dran gewöhnt. Und jetzt ein bisschen Strecke machen, sonst stehe ich. Ja, wir haben schon Mittag, aber noch hier werden wir wieder fahren müssen. Ne? Also von daher noch mal einen Blick auf den Ort und geht's aber. Los! Nach wie vor folgt dem Pfiffingen-Kerlchen. Geht es erstmal ein bisschen den Berg hoch. Wie ihr seht, habe ich mich schon hochgearbeitet. Wie immer ohne Ton. Ja, immer die Dampflok. Und dann kommt die erste sportliche Herausforderung, indem ihr hier die Stiegen hochklettert. Ist der Hubenpfad und da es jetzt noch ein bisschen glatt ist, mache ich die Kamera aus, damit ich beide Hände frei habe bei meinem Talent. Kommt ihr hier an einer Weggabelung, links, also hier runter, geht es zu unserem Langhalsweg. Die nächsten Treppen führen euch zum Rheinsteig.
gerade jetzt mit diesem Frost und unten der Sonne. Wunderschöne Bilder. Aber wir müssen ja jetzt hier rum. Also, der Weg ist sehr naturbelassen. Das liebe ich ja. Allerdings bin ich nicht mehr so in der Kondition wie zu Corona-Zeiten, wo ich ja jedes Wochenende durch die Eifel und auch hier, daher kenne ich die Gegend auch, gewandert bin. Eine gewisse Grundkondition ist hier von Vorteil und auch festes Schuhwerk, weil der Boden echt lose ist. Ist es feucht, auch durch Tauwetter oder so, durch das Laub rutscht man hier. Und es gibt hier echt nette Steigungen. Aber dafür auch richtig tolle Ausblicke. Also ich bin schon relativ hoch gekommen innerhalb kürzester Zeit. Und neugierig, was mich da oben erwartet. Pulsschlag bis zum Hals, aber super glücklich. Ich habe das Gefühl, hier kommen gleich der Osterhase und legt ein paar bemalte Eier aus. Hier sind wir am Hof Liebeneck. Das kann auch, ist ein Bed and Breakfast Hotel. Also für die, die nicht mit dem Wohnmobil hier sind, eine wirklich schön gelegene Location, um ein paar schöne Wandertage zu verbringen. So weit habe ich mit Ostern ja gar nicht gefehlt. Da stehen schon die ersten Tulpen. Und dann haben wir hier auch noch mal einen Blick. Das romantisch. Ist das romantisch, Leute? Hier die Laternen halb bewachsen, zugewachsen. Mit super Blick auf den Rhein. Vorne diese trauernde Figur. Also nicht die, das bin ich. Schön. Also wenn ich mir das so überlege, das Wohnmobil passt gerade durchs Tor, kann man gut da abstellen, nehme ich. Und außer mein Gequatsche hörst du hier nur Vögel singen. Traumhaft. Blick auf Schloss Liebeneck, wo man, so wie ich sehen konnte, nicht rein konnte. Ich bin nämlich schon an einem Schild vorbeigelaufen, wo stand, ab hier ist privat. Romantisches, schönes, kleines Schloss. Und wir sind hier auf der Mathildenhöhe. Und hier gab es einen Teepavillon, der wohl zu dem Schlosspark gehörte. Das gehörte wohl hier alles zum Schlossterrain, den man rekonstruiert und nachgebaut hatte. Und so wie ich gerade gelesen habe, war das früher hier wohl nicht so dicht und man hatte eine wunderbare Aussicht. Ich knipse aber mal kurz aus, weil hier ist es glatt und rutschig. Ich filme gleich von unten weiter. Also hier mit einem guten Buch, schöner kleiner Sonnenschein, Tasse Tee dabei, kann ich nachvollziehen. Hier kann man gut sitzen. Ich
hätte hier echt nur ein T-Shirt unter meiner Winterjacke anziehen können. Ich habe hier tropische Gefilde unterhalb meiner Jacke. Die Saison scheint ja noch nicht eröffnet zu sein. Sieht zwar sehr einladend aus, aber hier gibt es Eiswürstchen oder Eisbein. Ideen stehen unter Naturschutz. Bitte nicht zertreten oder pflücken. Da habe ich wohl die falsche Jahreszeit erwischt. Außerdem hätte es mich da vorne auf der Schräge gerade dahin geschmissen. Ich bin ganz schön gerutscht, konnte mich gerade noch festhalten. Also Kamera wieder aus und nicht in die Luft gucken. Geht's ganz schön runter. Ich komme mir jetzt vor wie im Auenland. Wenn jetzt hier so ein Hobbit aus dem Gebüsch springt, würde ich es glauben. Dort haben wir eine Höhle und da, ich weiß nicht, ob es da in den Bergbau reinging. Hier wurde wohl Erzabbau betrieben und hier gab es verschiedene Stollen, die auf ca. 2 Quadratkilometer großem Gebiet den Erzabbau hier die Berge durchzogen. Also von daher, das steht aber alles Wasser drin. Ich mache da jetzt nicht den Versuch reinzugehen. Und was so Natur ist, braucht auch keine Brücke am Heiligenbach. Mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. So schon mal nicht. Ups. Puh. Geschafft. Schuhe sind auch noch ganz. Also weiter. Was mir aufgefallen ist,
überall auf dem Weg sind Bäume umgefallen, die auch teilweise den Weg versperren. Also das Ding hier zählt ja fast gar nicht. Aber eben waren da schon ein paar dicke Brocken, wo auch Klettern angesagt war. So, hier passe ich ja noch fast runter. Aber ich denke mal, zwischendurch war der Weg ja auch gesperrt wegen Holzfällarbeiten, dass da schon rege, ja, wie soll ich sagen, Demontagearbeiten laufen. Jetzt wird es wieder rutschig. Also der Bodenfrost ist echt nicht zu unterschätzen. Schön ist ja jetzt, wo die Blätter noch nicht an den Bäumen sind, hast du wirklich viele Aussichten auf den Rhein und die Umgebung. Im Sommer ist das natürlich was anderes. Der Weg ist echt sehr stark unbefestigt und manchmal geht es, oder meistens, sehr steil nach unten, ohne irgendeine Befestigung. Also da sollte man schon aufpassen, gerade mit Kindern, dass man da, ne, so wie hier, nicht allzu viel Unfug macht. Ein Stück Bergziege ist auch immer dabei. Aber dafür gibt es jetzt eine leere Ruhebank. Und die werde ich jetzt mir nur angucken, die ist pitchnass. Und auch hier geht es direkt runter. So, von daher, hier haben wir noch mal ein Blick auf die Schottel. Die ja bis hinten an den Stellplatz geht. Na, laufen wir weiter, ist nix Bäuschen. Doch Glück gehabt. Alle stehen hinten am Herz und die Schaukel ist leer. Das war nämlich mein Ziel. Und ich hoffe, die ist nicht nass. Ne? Boah, die Wiese unten vom Stellplatz ist immer noch gefroren. Oh, sogar mit Tischchen dabei. Ich knipp's mal aus, hier ist es sehr glatt wieder. Da ist sie. Die Schaukel am Rhein. Und wie ich sehe, waren hier schon mehr mit den Füßen drauf. Und die ist auch ziemlich nass. Also, ob ich das jetzt will, weiß ich noch nicht. Ich versuche mal mein Glück. Das wäre die Aussicht. Wie ihr seht, habe ich es aber nur pseudo geschafft. Weil die ist echt nass und schmutzig. Was natürlich nicht aufbleibt, wenn man hier mit den Füßen drauf kommt. Weil der Weg sehr matschig ist. An der Stelle kann ich euch schon mal mein Fazit zum Langhalswanderweg geben. Für Ungeübte oder mit nicht trittfesten Schuhen empfehle ich ihn euch nicht. Vor allem nicht, wenn es feucht ist durch Schmelze nach Frost oder Regen, weil die Wege sehr schmal sind größtenteils und es direkt da recht steil runter geht. Ihr solltet schon eine gewisse Trittsicherheit und eine kleine leichte Grundkondition haben, wenn ihr ihn geht. Vor allem, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, ist es ratsam,
dass sie zumindest die 8,5 Kilometer durchhalten. Ansonsten netter Weg. Kann ich empfehlen für eine lauschige Nachmittagsrunde. Und wie gesagt, jetzt mit den Abwechslungen durch die Wiese und dem Wald war es nach dem, wir haben ja eigentlich noch Winter, ist ja noch Januar, aber heute so ein richtig schöner Frühlingsgruß. So, genießen wir noch ein bisschen die Aussicht. Da komme ich gerade rein und ich gucke, ich denke, verdammter Mist, wir haben Fleischwurstmäuse hier. Da sitzt die Maus. Guck, Mäuschen. Hallo, noch schnell unser Fazit zu dem Wochenende in Osterspey. Ich bin den Langhalswanderweg ja eben noch gegangen und ratsch kaputt, wie wir Rheinländer sagen. Da ist kein langer Hals. Darum erzählt euch Alfred heute das Fazit. Ich wusste nur, wie die gefallen hat. Das habe ich schon gesagt. Meine Wanderung hat ihr Fazit schon. Ach, die hat das. Ohne mich. Ja. Ich habe gesagt, ich habe die Zeit genossen. Das war schön ohne meinen Mann. Ja, ich habe die Zeit auch genossen. Ich habe nämlich ein bisschen Videos geschnitten, ein bisschen gesurft. Und mich, wie ich ja schon erwähnt habe, mit dem Bürgermeister unterhalten. Ich habe an dem Langhalswanderweg noch eine Sache gefunden, das Herz. Das habt ihr ja im Video gesehen. An diesem Aussichtspunkt, dort gibt es ja auch eine Selfie-Station für euer Handy, so eine Einrichtung, wo man das Handy reinschenkt. Alles super. Aber wahre Liebe ist wirklich, wenn man nach dem Foto wieder zu zweit von diesem Herz weggeht, weil dahinter geht es direkt ratsch runter. Liebling, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, ja, so ist gut. Yeah! Weg ist er. Oder sie. Ja, oder sie, ne? Aber komischerweise waren da oben immer nur Frauen, die ihre Männer da fotografieren wollten. Ich habe mir das alles mal angeguckt. Zum Glück war ich hier allein, ne? Ja, ich weiß schon, warum ich nicht bin. Genau. Mein Puschelhäschen ist ja noch da. Und von daher bin ich ein bisschen jetzt müde, weil die Kälte doch noch zerzerrte. Hier die Seite ist jetzt in den Temperaturen doch noch ein bisschen frostlastig. Aber insgesamt war es ein sehr schönes Wochenende. Die Lage ist echt super hier. In wärmeren Monaten, wenn du im Dorf dann auch vielleicht noch mal was einkaufen, essen, trinken kannst, wie auch immer. Wenn der Foodtruck wieder offen hat, kann man da auch vielleicht abends noch schön draußen sitzen. Aber die Abende im Wohnmobil genießen wir ja genauso. Es war in der zweiten Nacht auch sehr, sehr ruhig. Also ich habe komplett durchgeschlafen. Vielleicht gewöhnt man sich einfach dran. Wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt. Oder am Wochenende fahren weniger. Ja, aber mit den Gänsen, die habe ich in der zweiten Nacht in Heinsberg auch nicht mehr gehört. Also ja, man gewöhnt sich einfach dran. Ich bin da ja eine Mimose. Und ansonsten sehr, sehr nette Leute hier kennengelernt. Und dann der Burner. Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt, liebe Abonnentin aus Osterspey. Aber ich bin echt traurig, da ich dich verpasst habe. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass einer sich ins Auto setzt und zu uns ans Wohnmobil kommt und klopft und sagt, hi, ich möchte euch mal kennenlernen. Ich glaube, ich war ja draußen. Ach so, ja, Alfred war draußen, okay. Aber das fand ich ja jetzt echt genial. Also scheut euch nicht, ich quatsche ja sonst jeden an. Uns kann auch jeder anquatschen. Liebe, liebe Grüße unbekannterweise. Aber dafür habe ich dir ja von unterwegs, dank deines Tipps mit dem Wanderweg, auch Bilder geschickt und euren Hashtag habe ich gerade schon mit den ersten Fotos gefüttert und es kommt auch noch ein Video zu eurem Weg. Und klar, lasse ich meinen Daumen hoch auf der Seite da, dass ihr den Preis für den schönsten Wanderweg Deutschlands gewinnt. Und ansonsten sagen wir, das war 2024 unser schönstes Wochenende. Bis jetzt. Ja, hat ja gerade erst angefangen. Aber ist doch schon mal eine Auszeichnung, oder? Das ist richtig. Also bleibt dran, ob wir dieses Wochenende noch toppen. Weil für nächste Woche haben wir schon wieder Ideen. Und dann kommt ja schon das Karnevalswochenende. Und dann sind wir sogar für 6 Tage unterwegs. Dann gibt es wieder eine kleine Reise. Und da haben wir auch schon eine Idee. Also bleibt dran. Es bleibt spannend. Bis dann. Tschüss. Ciao.